Jo liebe Leute, schönen guten Tag, Theo hier mit einem erneuten Nintendo-Mario-Video und zwar heute eines, was euch wieder gefallen wird, denn ich habe schon mal so ein Part gemacht mit dem guten Akata zu Toden aus Mario-Spielen und zwar 5 verstörende, 5 grausame, zu brutale Tode aus Mario. Mario ist ja eigentlich ein Kinderspiel und manchmal werden die Tode einfach zu überspitzt, zu brutal dargestellt und genau das will ich heute wieder machen. Ich habe 4 brutale Tode aus Mario rausgesucht, die ich euch jetzt vorstellen werde. Solltest du noch kein Abonnent sein, abonniere den Kanal, dann verpasst du kein Nintendo-Video. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten. Viel Spaß! Als erstes haben wir ein Spiel, was wirklich mich in meiner Kindheit viel begleitet hat, und zwar New Super Mario Bros. Für den Nintendo DS, was 2006 erschienen ist. Und zwar, an sich gibt es da nicht so viele brutale Tode, allgemein in den 2D-Marios. Aber wenn man das allererste Mal Bowser besiegt, Leute, guckt euch das mal an. Das ist eigentlich voll krass. Man drückt nach guter alter Mario-Manier einfach den Schalter, die Brücke geht weg und Bowser fällt rein. Normalerweise sollte er dann einfach sterben, aber nein. In New Super Mario Bros. Versucht er sich noch aus der Lava hochzuretten, taucht dann einmal kurz unter und durch die Hitze wird Bowsers Haut komplett aufgelöst, also er wird gehäutet durch die Lava, guckt dann noch einmal als Knochen-Bowser hoch, weil seine ganze Haut verbrannt ist und ist dann letztendlich besiegt. Natürlich später kommt er als Knochen-Bowser und so wieder, aber Leute, dieser Tod, oder besser gesagt, dieser Sieg über Bowser ist echt brutal, weil er dort seine komplette Haut und sein Panzer und sowas verliert in der Lava, weil es einfach wegbrennt von den Knochen. Als kleinen schnellen Platz habe ich aus Mario Galaxy, Leute, diese komische Säure. Zieht euch einfach mal rein, wie Luigi da reinjumpt und dann reinspringt und dann noch die Hand hebt aus dieser Säure und einfach stirbt, Leute. Und ihr müsst einfach euch mal diese Soundkulisse anhören. Ich spiel's mal kurz ab, wie Luigi da nach Luft japst. Ja, Leute, das klingt wirklich brutal und das zeigt einfach nur, dass er auf jeden Fall einen grausamen Tod gestorben ist. Gerade aktuell, Leute, mein Reaction-Video habe ich ja dazu hochgeladen. Der neue Trailer zum Super Smash Bros. Ultimate Charakter-Roster und zwar die Castlevania-Charaktere, Leute. Als die introduced wurden in den Trailer, ihr habt meine Reaktion gesehen, wie krass das war. Und zwar in dem Castlevania-Trailer ist ja Luigi in dieser Burg rumgelaufen und ist dort gestorben, mehr oder weniger. Der Tod höchstpersönlich hat ihn mit seiner Sense seine Seele beraubt und sein toter Körper ist einfach zu Boden gefallen und später hat man das auch nochmal gesehen, Leute. Und das ist jetzt nicht aus einem richtigen Spiel, sondern aus einem Trailer, was aber sowas von geil inszeniert war, was mich auch dazu gebracht hat, jetzt wieder so ein Video zu machen, weil es einfach sowas von geil ist, weil es eigentlich ein Kinderspielcharakter ist. Also Luigi und Mario, Nintendo, das sind eigentlich Spielcharaktere und die werden einfach dort in so ein dunkles Setting reingeworfen. Und man hat ja auch gesehen, dass Luigi da auch keine Superkräfte hat, dass er einfach mit dem Schreck weg und alles dort einfach nichts ausrichten kann gegen die Zombies und einfach dort stirbt. Einen weiteren Tod, Leute, aus Mario 64, also schon ein Ticken älter, ist einfach in allen Wasserleveln, wenn Mario dort ertrinkt. Das ist einfach so brutal gemacht. Auch wieder von der Geräuschkulisse, die ich euch gleich abspielen werde. Aber allgemein, ertrinken und dieses Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen, erachte ich als wirklich sehr grausam. Und auch wenn das jetzt natürlich nur ein Videospiel ist und wenn das alles nicht so interpretiert werden soll, ist das schon ziemlich krass. Und ich weiß noch als Kind, dass ich das immer im Kopf hatte, dass ich auf jeden Fall nicht will, dass Mario dort ertrinkt und dass ich diese komischen Geräusche höre und dass ich deswegen lieber einmal öfter an die Meeresoberfläche geschwommen bin, um Luft zu holen, weil es wirklich nicht schön ist, Leute. Hört es euch einfach selber an. Ja, Leute, das waren 4 grausame Tode in Mario-Spielen, beziehungsweise auch vom Trailer. Jetzt seid ihr gefragt, schreibt mal noch ein paar Tode hier rein, dann mache ich vielleicht noch mal ein Part mit euren Vorschlägen. Ich bin damit raus, ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen Tag, haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.